Moin Moin, ein Wort von mir heute einmal zu dem Amazon Kindle. Das Modell ist das 16 GB Modell und ich weiß noch nicht so genau, was uns hier erwartet. Ich werde es nicht direkt komplett in Betrieb nehmen in dem Sinne, sondern wir gucken uns einfach mal an, wie es ist, wie da drauf Bücher und so funktionieren. Denke ich, kann jeder sich schon denken. So, das Ganze kommt hier erstmal relativ solide verpackt an. Ansonsten hier noch ein paar Hinweise. Eine Schutzfolie in dem Sinne oder ein Ladegerät. Ah, doch, ein Ladegerät ist auch dabei hier. Legen wir mal zur Seite. Ansonsten ist hier aber nichts Spannendes versteckt. Ein Netzteil ist auch nicht dabei, so wie es ja aktuell auch laufen sollte. Und so sieht es einmal von der einen Seite aus. Wir haben hier so ein dunkelblau-schwarz. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das hier jetzt die Oberfläche oder ist hier ein Sticker drauf? Ich glaube, es ist tatsächlich die Oberfläche. Und wir drücken jetzt einmal den Knopf, wie es da steht. So, und dann, da verschwindet das Ganze. Scheint also auf der Oberfläche gewesen zu sein. So, jetzt werden wir hier empfangen genommen. Kindle, alles klar. Haben hier ein ganz solides Bild. Sehr matt gehandhabt, wie bei einer Buchseite, so wie man sich das vorstellt. Und anscheinend müssen wir jetzt einen Moment warten, bis das Ganze bootet. Währenddessen können wir mal sagen, das Ganze ist super, super leicht. Also ich kann das hier ohne Probleme auf einem Finger balancieren. Und so werden wir dann empfangen genommen. Hier hinten haben wir noch das Amazon-Logo drauf. Und wir nehmen jetzt hier nochmal Deutsch. So, jetzt bootet das anscheinend und höchstwahrscheinlich müssen wir uns da gleich anmelden. Das überspringen wir einfach, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Also sobald man hier angemeldet ist, wir kennen es wahrscheinlich von jedem anderen Kindle auch, können wir auf unsere Bibliothek zugreifen, sondern wir gucken uns erstmal nur die Hardware, also das Gerät an sich an, wie es optisch aussieht, vom Bild her, vom Gewicht, Verarbeitung. Und da kann man wirklich nichts sagen, gerade bei dem Gewicht, dafür macht es immer noch einen sehr soliden Eindruck. Ich würde es auf jeden Fall wahrscheinlich in eine Hülle tun, wenn man es in der Tasche transportiert. Bin nicht sicher, wie stabil das am Ende wirklich ist. Ansonsten, wie gesagt, Bildschirm sieht gut aus. Ist eine gute Auflösung, gutes Bild, gute Helligkeit, nicht zu viel zum Lesen, also sehr angenehm. Hier unten haben wir unseren Powerknopf und unsere Stromzufuhr, also all das ein ganz schönes Ding. Ist eine solide Größe, ich kann das ganz entspannt in der Hand halten. Und so werden wir dann empfangen genommen. Da haben wir den Eindruck, wie die Schrift aussieht. Wir können es entweder über das Kindle einrichten oder über das Telefon. Ich werde das Ganze übers Telefon machen, aber jetzt erstmal nicht, da ich damit aufnehme. Aber man hat ja hier den Eindruck, wie das Bild aussieht. Dann hier oben eine Stromanzeige. Also all das, sehr zufriedenstellend und das soll es dann erstmal sein.